Die Geduld bei Bitcoin zahlt sich mal wieder aus. Wir traden bei Bitcoin bei 63.346 US-Dollar. Unsere Trades haben sich seit gestern im Profit teilweise verdoppelt, zumindest was der Bitcoin-Trade angeht. Und wir müssen natürlich darauf achten und schauen, wie geht es jetzt bei Bitcoin weiter. War das jetzt wirklich unsere Bodenbildung? Kommen noch neue Support- oder Widerstände rein? Was ist mit der Bookmap und vor allem, wie sieht es denn überhaupt mit der Liquidität aus? Denn über uns liegt wirklich abartig viel an Short-Positionen und an Liquidität, die die Market Maker durchaus abholen können und wir somit einen kleineren Move nochmal nach oben hin erwarten können. Wo das Ganze jetzt hier endet, das erfährst du auf jeden Fall in diesem Video und ich sage dir eins schon mal, halte dir Mittwoch 19 Uhr auf jeden Fall schon mal frei. Wir werden einen richtig geilen und großen Livestream machen mit einer sehr geilen Ankündigung über Bitbull Trading. Das heißt, da auf jeden Fall mit am Start sein und ich würde sagen, wir legen direkt los. Let's go. Gut, also machen wir erstmal ein kleines Trade-Update. Wie sieht es denn im Moment aus? Wie du sehen kannst, ich bin für dich ja hier komplett einmal transparent. Das heißt, alles, was ich analysiere, das trade ich auch. Ja, ich werde dir auch immer ganz genau sagen, wenn ich irgendwelche Positionen schließe, Gewinne mitnehme, laufen lasse, nachkaufe und so weiter und so fort. Seit wenn du Bock hast und jetzt hier das erste Mal da bist, würde ich dir auf jeden Fall mal empfehlen, ein Abo dazulassen. Vom Montag bis Sonntag bekommst du immer ein Update-Video. Und deshalb, ja, schau da auf jeden Fall gerne mal öfters hier mit vorbei, weil genau nämlich so eine Phase bei Bitcoin, ja, ist genau nämlich die, wo sich die Spreu vom Weizen trennt und das ist nämlich genau das, wo du am Start sein musst, um einfach diese wichtigen Einstiege hier dann nicht mehr zu verpassen. Jetzt schauen wir uns unsere Trades ganz kurz an, also Bitcoin mit knapp 27.000 US-Dollar im Profit, Ethereum auch mit knapp 12.000 Dollar im Profit und HBAR eiert immer noch in seiner Konsolidierungsphase rum, ist allerdings nicht so schlimm, weil bei HBAR die Funding Fees relativ gering sind. Was man halt hier sehen kann, ist, dass die Fees bei Bitcoin wieder sehr stark anziehen, weil sehr viele Long-Positionen hier unten wieder aufgemacht worden sind, um den Kurs erstmal wieder hier nach oben hin anzutreiben. Das ist auf jeden Fall schon mal sehr, sehr geil. Ja, das heißt, da läuft alles hin weiter nach Plan. Das sind ja unsere größeren Swing-Positionen, die ich ja auch gesagt habe, ich möchte diese gerne längere Zeit aufhalten, um einfach jetzt von hier diese Bodenbildung mitzunehmen, um diesen Run-Up wieder auf 70.000 Dollar dann hier nicht zu verpassen. Ob das Ganze jetzt sich dann ausspielt, werden wir auf jeden Fall mal sehen. Das heißt, wir müssen jetzt hier uns das Ganze mal auf dem 4-Stunden-Chart anschauen. Gestern haben wir uns das im Livestream angeguckt. Wir haben ja immer Mittwoch und Sonntag unsere Livestream-Termine. Nächster Livestream sozusagen dann auch am Mittwoch 19 Uhr. Und jetzt siehst du das hier auch nochmal ganz gut. Wir haben hier unser symmetrisches Dreieck. Und dieses symmetrische Dreieck hat jetzt perfekt im letzten Drittel ja hier den Ausbruch gewagt. Wir haben dann hier auch einen sehr, sehr starken Move wieder nach oben gesehen. Das heißt, am gestrigen Tag und Abend ging es hier nochmal knapp um 2.000 US-Dollar nach oben. Und auch der asiatische Markt hat uns wirklich sehr, sehr stark beflügelt. Das heißt, hier sind auch sehr viele gute Positionen reingekommen, sehr viele neue Long-Positionen und genau hier auf der rechten Seite haben wir die Minus-Distribution einmal komplett perfekt abgeholt. Also auch da sieht man das Ganze nochmal ganz gut. Es funktioniert bei Bitcoin immer, immer wieder. Wenn wir so eine größere Minus-Distribution haben, das heißt, wenn wir einen sehr starken Abverkauf gesehen haben und wir kommen hier oben wieder rein in diese Minus-Distribution, geht es relativ schnell wieder in einer selben starken Bewegung, wie davor der Abverkauf zum Beispiel war, hier oben wieder rein, wo dieser Abverkauf gestartet ist. Et voilà, genau das haben wir jetzt. Was machen wir? Wir testen im Moment nichts anderes an, als genau hier unten unser letztes Tief, was wir hier gehabt haben, nämlich am 21. Juni um 14 Uhr. Genau das testen wir gerade an und wer hätte es gedacht, genau hier liegt auch unser 100er EMA. Also, das bedeutet, da müssen wir heute drüber kommen. Unter uns liegt Vektorkerze 1, Vektorkerze 2. Das heißt für uns jetzt erstmal, dass unter uns sehr viele neue Long-Positionen wieder aufgemacht worden sind. Und wenn das der Fall ist, sieht man hier auch nochmal ganz gut, dass wir genau an dieser Stelle jetzt natürlich sehr viele Long-Positionen in unserem Markt dann wieder drin haben. Das Ganze sieht man auch dann wunderbar bei unserem High-Block. Nämlich unser High-Block zeigt uns ja ganz genau an, wo und vor allem, wie große Positionen in den Markt reinkommen, beziehungsweise wo große Positionen liegen. Das heißt, wo liegt großes Delta über uns oder Delta unter uns? Jetzt sehen wir, dass hier unter uns, ja, wir ja knappe minus 3 Billionen, also minus 3 Milliarden an diesem Tiefpunkt, den wir hier gesehen hatten, an Short-Positionen drin hatten. Und durch diesen Anstieg, den wir jetzt hier wieder gesehen haben, hat sich dieses Short-Delta komplett verflüchtigt. Also das heißt, die ganzen Short-Positionen, die hier aufgemacht worden sind, wurden eigentlich schon wieder
fast zu 90, fast sogar 100% hier wieder rausgekillt aus dem Markt. Man darf natürlich nicht vergessen, wenn hier wieder neue Positionen aufgemacht werden, werden hier auch wieder neue Short-Positionen die ganze Zeit immer wieder eröffnet. Deshalb kommt über uns dann auch wieder so ein größerer Block zusammen. Aber das negative Delta hat sich in ein positives Delta umgewandelt. Nichtsdestotrotz haben wir über uns immer noch sehr, sehr viele größere Short-Positionen. Und man muss dazu sagen, dieser Abzug war gestern um 20.28 Uhr. Da waren wir ungefähr bei $62.000. Und jetzt will ich dir einfach mal zeigen, wie perfekt dieser High-Block uns immer so detaillierte Informationen darüber gibt, wo sich der Kurs als nächstes hinbewegt, wenn wir nämlich größere Positionen über uns liegen haben. Auf dieser rechten Seite hier siehst du, dass wir hier ein bis zwei Positionen haben, und zwar nämlich einmal eine Position mit 150 Millionen US-Dollar und einmal eine Position mit 125 Millionen US-Dollar. Jetzt müssen wir schauen, wo ist der Kurs denn jetzt hingelaufen? Wir traden hier oben, siehst du es ganz kurz, im Moment bei 63.417 US-Dollar. Das heißt, wir sind schon in diesem Bereich hier oben. Wir sind genau hier oben drin. Das heißt, diese großen, zwei großen Positionen haben wir komplett rausliquidiert. Das heißt, hier wurden mal kurz 250 Millionen Dollar an gehebelten Produkten, wie gesagt, einfach mal kurz aus dem Markt genommen und rausgespült, weil einfach der Markt genau auf diese Liquidität immer wieder hinläuft. Das Gleiche sieht man dann auch immer nochmal ganz gut bei unserer Bookmap. Die Bookmap zeigt uns eigentlich nichts anderes an, wo die Reise hingeht. Das heißt, wo wollen Leute kaufen bzw. verkaufen? Und wenn man sich mal anschaut, was jetzt hier auf diesen kleineren Zeiteinheiten jetzt hier erstmal passiert, also bis hoch, sagen wir mal, zu 64.000 US-Dollar, siehst du, dass hier oben eigentlich fast knappe 800 Bitcoin liegen, ja, zwischen 63.800 und 64.000 US-Dollar, die darauf warten, hier oben reinzukommen in den Markt. Das heißt, im Moment stellen sehr viele Leute neues und frisches Kapital zur Verfügung bei knappen 64.000 US-Dollar. Wenn wir uns das Ganze jetzt bei Spot angucken, haben wir nämlich ein selbes Spielchen. Bei Spot bedeutet nichts anderes. Hier wollen Leute wirklich Bitcoin kaufen für ihr HODL-Portfolio, okay? Das heißt, sie kaufen oder verkaufen. Und hier haben wir auch sehr gute Liquidität, und zwar bei 64.000 US-Dollar und 65.000 US-Dollar. Bei 64.000 US-Dollar sehen wir hier auch nochmal ganz gut, dass wir knappe 42 Bitcoin hier drin haben und bei 65.000 US-Dollar knappe 49 Bitcoin. Das heißt, über uns stellt zumindest jetzt kurzfristig auf jeden Fall mehr Liquidität zur Verfügung. Dann geht es weiter 66, 66,5 und so weiter und so fort. Und wenn man hier nochmal ganz, ganz rauszoomt, nochmal weiter rauszoomt, sieht man ein großes Bild. Und dieses große Bild bedeutet, die meiste Liquidität liegt Stand jetzt, obwohl wir einen Monat in Folge kontinuierlich abverkauft worden sind, immer noch über uns. Und zwar ab 70.000 US-Dollar geht das Ganze hier wieder los. Das auf jeden Fall nochmal zu unserer Map an dieser Stelle. Definitiv etwas, was wir uns jeden Tag immer wieder anschauen werden. Deshalb schreib es gerne mal unten rein. Sollen wir jeden Tag die Bookmap mit reinnehmen? Ja, findest du die Informationen hilfreich? Schreib es auf jeden Fall gerne mal unten rein. Und vor allem gib dem Video auch gerne mal einen Daumen nach oben. Würde mich sehr darüber freuen. Würde auch den Algo ein bisschen pushen. Deshalb danke für deinen Support an dieser Stelle. Gut. Das auf jeden Fall einmal dazu. Dann gehen wir rein, schauen uns das Ganze dann nochmal bei unserer möglichen Liquidierung. Jetzt kommen wir nämlich in nächstes Kapitel bei unserer Heatmap an. Das ist eigentlich nichts anderes als jetzt hier dieser High-Block, aber nochmal gezeigt, ja, in größeren Zeiteinheiten, wo werden denn jetzt hier Leute rausliquidiert? Also wo liegen denn wirklich diese Liquidierungslevels? Ja? Ja, und diese werden hier immer farblich dargestellt. Das heißt, alles, was so orange rot ist für uns immer das Zeichen dafür, dass da sehr viel Liquidität liegt. So, und wenn wir uns das Ganze jetzt mal anschauen, das war auch der Abzug von gestern Abend, 22 Uhr, dann sehen wir, dass über uns wieder ein richtig großer Block liegt, ja, bis 64.000 US-Dollar hoch. Jetzt sind wir ja schon bei 63.300, das heißt, wir sind genau in diesem Bereich und haben genau diese Liquidität hier oben wieder komplett abgeholt und die Leute hier raus liquidiert, okay? Das heißt, das, was hier Bitcoin zum Beispiel hier unten gemacht hat, hier einmal die Liquidität hier unten gefischt. Ja. Wir sind genau in diesen Liquiditätspool hier reingelaufen, Konsolidierungsphase nach oben gegangen. Ja, das hat jetzt hier Bitcoin auch mit den Short-Positionen gemacht. Das heißt, Stand jetzt ist Bitcoin
doch weiterhin ganz gut unterwegs. Ja, es gibt jetzt keinen Grund, jetzt hier irgendwie Panik zu haben und jetzt zu denken, Bitcoin fällt jetzt auf 40.000 US-Dollar und so weiter. Das Gleiche möchte ich dir nämlich heute dann auch nochmal auf unserem Monatschart zeigen. Wenn wir unseren Monatschart nämlich anschauen, siehst du nämlich Folgendes, dass der Monatschart eigentlich ein ganz, ganz guter, in Anführungszeichen, Monat jetzt zum Schluss noch geworden ist für Bitcoin. Das hätte ganz, ganz schlimmer ausgehen können, wenn nämlich Bitcoin unter 60.500 Dollar gestern eine Monatsklaus gehabt hätte. Hat er aber nicht. Das heißt, wir hatten gestern unsere Monatsklaus bei 62.766 US-Dollar. Und ja, Leute, ich kann durchaus nachvollziehen, ja, und ich bin da auch völlig bei dir und bei euch, dass die letzten 3-4 Monate absolut langweilig waren. Warum? Ganz einfach, weil das einfach nichts anderes als eine größere Konsolidierungsphase ist seit 1, 2, 3, 4 Monaten. Okay? Das heißt, seit 4 Monaten passiert bei Bitcoin, wenn man so will, eigentlich fast gar nichts. Ja, für Daytrader ist es natürlich geil. Ja, für Daytrader, für uns als Trader ist es natürlich cool. Deshalb hast du ja auch diesen Kanal abonniert, damit du auch in so einer Seitwärtsphase gut davon profitieren kannst. Aber genau jetzt, Leute, jetzt trennt sich die Spreu vom Weizen. Jetzt sagen die Leute, die hier die ganze Zeit erst hier unten eingestiegen sind, zum Beispiel bei hier unten 40.000, 41.000 US-Dollar Anfang des Jahres, ja, die kennen Bitcoin ja nur, wenn er die ganze Zeit nach oben steigt, nach oben steigt, nach oben steigt. Das heißt, wenn sich die Leute jetzt hier Anfang des Jahres erst mit Bitcoin beschäftigt haben oder Ende des Jahres, ja, dann wissen die natürlich nur eins, und zwar Bitcoin steigt um knapp 94%. So, wenn jetzt eine Konsolidierungsphase reinkommt, dann werden die natürlich etwas misstrauisch, nervös. Dann kommt mal hier ein Monat, wo nur kontinuierlich abverkauft wird. Dann der gestrige, letzte Monat hier, der Monat Juni, auch kontinuierlich eigentlich nur abverkauft worden. So, und dann ist natürlich klar, dass da ein bisschen Panik dann herrscht. Ja, dann die Leute raus, genau aus dem Markt, keinen Bock mehr haben. Aber genau in dieser Phase jetzt hier, genau hier, da musst du am Start sein, weil hier trennt sich die Spreu vom Weizen, ja, nicht irgendwie hier bei diesen Aufwärtstrends und so weiter und so fort, sondern genau hier, hier musst du durchhalten, hier musst du jeden Tag die Update-Videos schauen. Hier musst du gucken, wie du dein HODL-Portfolio weiter aufbaust. Hier musst du schauen, wie du weitere, bessere und noch mehr Positionen eröffnen kannst, wie zum Beispiel auch größere Swing Trades und so weiter, um den nächsten Run-Up nach oben hin nicht zu verpassen. Deshalb schreib's jetzt mal unten rein. Wer denkt denn von euch, dass das jetzt hier unser Top gewesen ist und wir hier nochmal richtig nach unten crashen Richtung 40.000 US-Dollar? Oder wer denkt von euch, dass wir hier noch durchaus das Potenzial haben, 1, 2 Monate hier in dieser Seitwärtsphase drin zu sein und erst dann der nächste Move nach oben kommt, höchstwahrscheinlich erst gegen, ich schätze mal so September. Deshalb schreib es gerne mal rein. Ich persönlich glaube, dass wir nämlich jetzt hier gutes Potenzial haben, in dieser Phase und in dieser Zone nochmal gute 1 bis 2 Monate zu bleiben und zu verweilen. Ja, wenn wir nämlich jetzt den nächsten Wochenclose hier oben irgendwo jetzt hier drin haben, irgendwo bei 65.000, 66.000 US-Dollar, am besten natürlich diese Woche, Leute, dann sage ich euch eins, dann ist auch unser Double Top invalide. Dann war es das. Das war dann die letzte Chance für die Bären, uns hier nochmal weiter nach unten zu drücken. Wenn die Bullen hier das ganze Ding halten können und wenn wir jetzt hier die nächsten 1, 2 Wochen irgendwo in diesem Bereich hier oben schließen, dann ist das ganze Ding invalidiert. Ganz easy peasy. Und dann seht ihr nämlich auch, was dann nämlich dann hier auch passieren wird und passieren kann, und das selbst dann auch auf dem Wochenchart. Ja, es ist durchaus dann denkbar, könnt das Ganze auch auf dem Tageschart machen, dass wir nämlich dann hier ein neues Chart-Pattern reinbekommen. Ja, und dieses neue Chart-Pattern wird nämlich dann richtig interessant werden, wenn sich das Ganze nämlich bewahrheitet und wir dann sagen, okay, wir halten jetzt hier erstmal diesen Kurs, ja, dann sehen wir, dass wir hier an dieser Stelle auch durchaus das Potenzial hätten, hier ein riesengroßes Ascending Triangle zu formen. Und dieses Ascending Triangle hat durchaus das Potenzial, nach oben hinaus zu brechen. Ist natürlich jetzt nicht so schön, muss man auch dazu sagen. Hier fehlt nämlich hier nochmal dieser Bounce. Wenn man jetzt sagt, okay, man zieht das hier nochmal ein bisschen weiter nach oben durch, dann hatten wir hier einen kurzen Ausbruch nach unten, sind jetzt hier aber wieder drin. Aber ihr seht, worauf ich hinaus will. Das heißt, der Kurs, der kann sich noch bis August, Mitte August hier komplett in dieser Seitwärtsphase erstmal aufhalten. Jetzt gehen wir noch rein, schauen uns das Ganze bei Ethereum an. Ethereum weiterhin sehr, sehr stabil unterwegs. Auch auf dem Tageschart ist jetzt hier 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Tage, eine ganze Woche halten wir den 100er EMA. Das ist ein richtig bullisches Anzeichen für Ethereum an der Stelle. Heißt, wir haben diese Vektorkerze nicht ganz abgeholt. Wenn jetzt Bitcoin sich auch wieder etwas erholt, werden sich die Altcoins erholen. Wenn sich die Altcoins erholen, hat man natürlich gutes Potenzial, hier richtig schöne Gains dann auch nochmal mitzunehmen. Ja, und es ist deshalb bleibt
bleibt ja auch meine Ethereum-Position auch hier nochmal offen. Das sieht man dann hier dann auch nochmal ganz gut. Ja, das heißt, schöner Support hier auf den 100er EMA, selbst auf dem 4-Stunden-Chart sieht man auch nochmal ganz gut, wo das Ganze hingeführt hat, nämlich genau hier unten rein auf unseren wichtigen 800er EMA. Wir haben zwar jetzt hier keinen doppelten Boden reingekriegt, haben aber ja trotzdem uns dieses Szenario im Auge behalten, dass wir hier diesen 800er EMA antesten werden. Das ist passiert und wie man hier gut sehen kann, jetzt testen wir sogar den 200er EMA an. Wenn jetzt Ethereum, und das ist jetzt der springende Punkt, Ethereum muss hier über diese 3600 Dollar kommen. Sollten wir da drüber kommen, dann wird es mit hoher Wahrscheinlichkeit hier oben reingehen, nämlich einmal in diese wichtige Phase hier oben rein mit unserer Vektorkerze, also hier oben nochmal rein in diese Imbalance, die sich eigentlich hier aufgebaut hat von 3700 US-Dollar bis 3800 US-Dollar hier nach oben. Das ist nämlich genau die Imbalance, die auf jeden Fall dann sehr interessant sein wird für unseren Ethereum-Preis. Okay, also das auf jeden Fall noch kurz dazu. Dann gehen wir rein für euch Daytrader, schauen uns das Ganze mal auf den 15-Minuten-Chart an, wie es da im Moment aussieht. Und da wird es natürlich jetzt richtig interessant. Wenn man sich das nämlich mal anschaut, da haben wir gestern nochmal einen sehr, sehr starken Support reingekriegt. Und zwar haben wir gestern hier eine Kerze reingekriegt. Ich glaube, die war fast 1000 Dollar groß, oder? Ja, 840 US-Dollar und das wundersamerweise kurz vor unserem Monatsschluss. Wenn da mal nicht was im Busch ist, ja. Also das bedeutet, wir haben hier einen sehr, sehr starken Kaufdruck gesehen. Wir hatten ja dann hier auch unser symmetrisches Dreieck nach oben hin durchbrochen. Das Ganze habe ich dann auch nochmal jeweils auf meinen Social-Media-Kanälen geteilt. Zumindest dann auch nochmal hier auf Telegram. Das heißt, wenn du noch nicht in Telegram sein solltest, komm da auf jeden Fall rein. Link findest du in der Videobeschreibung. Ja, da poste ich immer sehr wichtige Sachen hier unten dann auch nochmal rein, ja, auch wenn man hier mal einen Blick auf den Bitcoin betrachten sollte, ja, vor allem wenn wir dann auch hier, ja, wieder das nächste Breakout sehen, erfährst du alles auf jeden Fall in der Telegram-Gruppe. Es sind knappe, ja, wie viele Leute sind da gerade drin, ich weiß gar nicht, ja, 22.800 Leute sind hier auf jeden Fall mit am Start. Jetzt ist es so, Daily Open hat gestartet bei knapp 62.700 US-Dollar, sind jetzt sehr schön nach oben gepusht worden, bilden jetzt hier so eine kleinere Bullflag, Konsolidierungsphase mit dem 20er EMA. Ich persönlich kann mir gut vorstellen, dass wir heute nochmal hier unten reinlaufen werden und zwar hier Richtung M3 Level. Das wäre dann die erste Möglichkeit für einen kleineren Bounce und wenn man dann hier nochmal weiter nach unten fallen sollte, das Daily Open nicht stattfinden soll, dann haben wir hier eine Minus Distribution. Das heißt, es würde erst Support hier unten wieder reinkommen. Somit würde die gesamte Bewegung von gestern Abend wieder abgebaut werden. Vektorkerzen werden abgeholt, aber da kommen auch dann die wichtigen EMAs rein. 200er, 800er, 100er EMA kommt dann hier schon rein. Also unter uns liegt doch wirklich sehr, sehr guter Support. Kurzfristig würde ich allerdings sagen, dass wir durchaus erstmal das Potenzial hätten, hier wieder reinzulaufen, nämlich genau in diese wichtige Zone hier. Sieht man nämlich dann hier auch nochmal ganz gut, dass wir genau dann hier reinlaufen würden, okay? Und das solltet ihr für den heutigen Tag als Daytrader auf jeden Fall im Auge behalten. Wenn wir da nämlich dann eine kleine Konsolidierungsphase wieder sehen, auf dem 5-Minuten- und auf dem 15-Minuten-Chart, mit einem schönen kleinen W-Pattern oder sowas, ja, oder ein bullisches Reversal, vollkommen egal, ja, dann haben wir hier das Potenzial, zumindest eine kleine Gegenbewegung via Daytrade und Scalptrade dann mitzunehmen. Das heißt, das auf jeden Fall mal im Auge behalten. Gut, das soll es fürs Video heute auch gewesen sein. Wie gesagt, 19 Uhr am Mittwoch sollte sich auf jeden Fall jeder aufschreiben. Da gibt es wichtige Informationen dazu. Und vor allem, ja, wichtig, für diesen Mittwoch sollte jeder einen Account bei Femex haben über den Affiliate-Link. Sonst kannst du leider daran nicht teilnehmen, was wir am Mittwoch dann announcen werden und launchen werden. Das heißt, mach dir auf jeden Fall noch einen Account, schieb da auch etwas Trading-Kapital rüber, damit du hier auch aktiver Trader bist. Ja, die ganz aktiven Trader werden da auf jeden Fall am Mittwoch dann hier mit profitieren. Deshalb wünsche ich dir auf jeden Fall einen wunderbaren Start in die Woche, einen guten Montag. Vielen lieben Dank fürs Reinschauen. Dein Basti. Ciao, ciao.